Wir fangen schon. Okay. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Treffen der großen Runde des Arbeitskreises Nachhaltigkeit AKN. Ich bin Eva Balaban, die Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Berlin Music Commission. Und ich habe heute hier Rosa Hölger von The Change Agency, die wird uns über nachhaltige Wirtschaften von Live-Musik-Spielstätten sprechen wird. Hallo Rosa, herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Das wäre auch so meine nächste Folie, dann mache ich einfach schon einmal weiter. Ja, hi, ich bin Rosa. Ich habe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde nachhaltige Unternehmensführung studiert, letztes Jahr abgeschlossen und da eben meine Masterarbeit auch zu Nachhaltigkeit in der Musikbranche geschrieben, wie ihr jetzt gleich noch mehr mitbekommen werdet. Ich bin seit 2 Jahren bei der Change Agency und mache da Nachhaltigkeitsberatung und Leuchtturmprojekte, wie zum Beispiel mit Ticket to Ride, mit An My Kantereit. Ticket to Ride ist das letzte Projekt, wo wir gerade dran sind. Und ich bin auch Musikerin. Und ja, und jetzt freue ich mich, euch den Einblick zu geben in das, was mich letztes Jahr besonders beschäftigt hat. Soll ich gleich weitermachen, Eva? Ja, danke dir. Super. Dann, was passiert jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten? Ich zeige einmal nochmal auf, was der Gegenstand der Forschung war, was ist der Hintergrund, was war die Methodik. Dann gebe ich einen Abriss zu den Ergebnissen und ziehe ein kleines Fazit und dann freue ich mich auch, nochmal Fragen von euch zu bekommen. Weil natürlich ist da dann auch noch vieles ungesagt. Zum Hintergrund, wir alle in dieser Runde wissen wahrscheinlich, dass Kultur ein unglaubliches Potenzial für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft hat. Der UNESCO-Weltkulturbericht hat 2022 das auch nochmal so hervorgehoben, dass das ein ungenutztes Potenzial ist, was auch ganz oft unterschätzt wird, auch von politischer Seite. Also da ist auf jeden Fall noch ganz viel Agenda-Setting möglich, um das noch präsenter zu machen. Und Live-Musik-Spielstätten haben eben für Konzertveranstaltungen, Konzertveranstaltungen machen 80% der Freizeitveranstaltungen aus. Live-Musik-Spielstätten haben da eine ganz zentrale Rolle, weil sie einmal ein Viertel des Umsatzes in der deutschen Musikbranche ausmachen. Und in UK 2007 waren sie auch für ein Viertel der Emissionen von Großbritannien, von der Musikbranche für ein Viertel der Emissionen zuständig. Das heißt, die sind ein ganz zentraler Faktor, aber in der Forschung und in der Datenlage sind sie noch überhaupt nicht repräsentiert. Also wir haben ganz viel Wissen oder was heißt viel, aber auf jeden Fall mehr Wissen zu Festivals und wie Festivals Nachhaltigkeit bisher umsetzen oder was da die Herausforderungen sind und was das Potenzial da ist. Aber eben zu Konzertveranstaltungen haben wir das noch nicht so viel. Und eben vor allem auch nicht zu dem Akteur von Live-Musikspielstätten. Und das Schöne ist ja, dass in Berlin die Musikbranche sehr verankert ist und sehr, sehr, ja, eine lebendige Szene da ist. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, in der Masterarbeit anhand der Berliner Live-Musikspielstätten die erste Erhebung zu Live-Musikspielstätten in Deutschland zu machen, zu ökologisch nachhaltigem Verhalten. Also die soziale Komponente, die ist hier nicht mit drin, weil man muss sich immer irgendwo begrenzen und dann ist das so ein bisschen sauberer gewesen, als das so noch ein bisschen mitzumachen. In dieser Studie habe ich untersucht einmal den Status quo der Nachhaltigkeitsmaßnahmen und aber auch, was beeinflusst die Live-Musikspielstätten in ihrer Umsetzung. Also was sind die Treiber und Hemmnisse und die Unterstützungsbedarfe, die Spielstätten brauchen, um Nachhaltigkeit in ihr Wirtschaften zu integrieren. Und dafür hat letzten Sommer eine Online-Umfrage stattgefunden. Das war eine quantitative Umfrage. Es gab einzelne Felder, wo auch Spielstätten was ein bisschen ein paar Sätze reinschreiben konnten, aber das wurde auch gar nicht so viel genutzt. Also es ist wirklich eine quantitative Befragung gewesen. Und wir haben auch noch mal definiert, wer da alles mitmachen kann. Und zwar sind das Live-Musikspielstätten in Berlin, die mindestens 24 Konzerte im Jahr veranstalten,
Da sind vor allem Orte für die Popularmusik angesprochen. Also jetzt ein Opernhaus hat nicht mitgemacht und die brauchten Platz für mindestens 100 BesucherInnen. Und diese Teilnehmenden haben wir auch nochmal danach befragt, wie groß sie sind. Und wir haben die Ergebnisse nach drei Größen ausgewertet, um da auch nochmal zu gucken, wie sind, ja, einfach weil es ein diverser Forschungsgegenstand ist, wie sind die Differenzen zwischen diesen Gruppen, was machen die unterschiedlich oder wo sind sie eben auch gleich? Diese 24 Spielstätten, die teilgenommen haben, sind bis zu einem Viertel der ganzen Venues in Berlin. Also da gibt es natürlich auch nochmal verschiedene Datensätze oder sowas, aber meine Rechnung ist, dass es etwa 100 Live-Musikspielstätten in Berlin gibt, die jetzt in diese Definition reinpassen. Von dem her, 24 Spielstätten sind erstmal, also 24 Stimmen in jeder Befragung, da bedeutet das, eine Stimme hat einen sehr großen Einfluss, wenn das jetzt ja oder nein ist oder sowas, ne? Also diese Prozente sollte man nicht so genau nehmen, aber für die Repräsentativität von den Berliner Venues würde ich sagen, ist das schon eine sehr gute Stichprobe und man kann die Tendenzen ernst nehmen, aber sollte nicht so genau auf die einzelnen Prozente gucken. Vielleicht so als Einordnung dieser Gruppe. Und ansonsten ist es eine diverse Gruppe, die würde ich sagen, schon auch die Spielstätten in Berlin repräsentiert. Es sind viele kleine, also hier seht ihr den lila Anteil in der linken Grafik bei der Größe. Das sind die Spielstätten bis 500 Besucher in Kapazität und danach wird es oben ein bisschen weniger, eigentlich auch so, wie es in der Realität ist. Verschiedene Typen haben mitgemacht von Spielstätten. Ja, so viel erstmals zum Rahmen und wer da alles mitgemacht hat. Jetzt zu den Ergebnissen. Ich gehe erstmal auf den Status quo ein. Was machen denn Berliner Spielstätten aktuell oder beziehungsweise letztes Jahr im Sommer? Was haben sie bis dahin gemacht? Wir haben einmal nach der Bedeutung gefragt. Was ist die Bedeutung von Nachhaltigkeit, für die Spielstätten aktuell? Und wir haben auch gefragt, wie sich das entwickelt hat. Und das, was wir feststellen können, ist, dass dieser Megatrend der Nachhaltigkeit, der in der gesamten Gesellschaft ja auch sehr immer präsenter wird, dass der auch bei den Spielstätten ankommt. Nämlich ökologische Nachhaltigkeit hat in den letzten 3 Jahren für zwei Drittel der Spielstätten an Bedeutung gewonnen und es hat für keine Spielstätte an Bedeutung verloren. Also der Trend geht in diese Richtung. Und trotzdem kann man sagen, dass die Spielstätten aktuell an sehr unterschiedlichen Punkten stehen. Und das seht ihr hier unten in dieser Grafik. Also unsere Musikspielstätte richtet ihr gesamtes Handeln am Konzept der Nachhaltigkeit aus. Das wurde sehr unterschiedlich bewertet. Ist natürlich eine Selbsteinschätzung, aber das gilt eigentlich auch ja bei jeder Umfrage, wo sich ja eigentlich gilt es bei jeder Umfrage. Zu den Maßnahmen. Ich habe das vorhin schon ein bisschen angerissen. Ich habe einen Maßnahmenkatalog also auf Basis von verschiedenen Leitfäden zusammengestellt aus 41 Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wo eben die Spielstätten sagen konnten, wie sehr sie das schon umsetzen. Das war in 7 Handlungsfeldern. Hier links habe ich nochmal die Handlungsfelder aufgelistet. Das war Nachhaltigkeitsmanagement, Ressourcen, da ist zum Beispiel dann eben Wasser, Abfall, Energie mit drin, Mobilität, Gastronomie, Klima, Biodiversität, Klima. Da wurde abgefragt, habt ihr Klimaziele? Habt ihr schon mal eine Klimabilanz gemacht? Partnerschaften ist zum Beispiel, arbeitet ihr mit NGOs zusammen oder habt ihr Umweltklauseln in Verträgen drin? Und Kommunikation, hier wurde gefragt, kommuniziert ihr ins Team, kommuniziert ihr zu den Besuchenden, ist das im Programm drin, Nachhaltigkeit? Und hier in der Grafik seht ihr beispielhaft das Handlungsfeld Ressourcen, wo hier abgefragt wurde, wie einzelne Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt werden. Und die Spielstätten konnten angeben, ob sie das umsetzen, ja oder teilweise umsetzen oder das planen. Das finde ich persönlich die spannendste Antwortmöglichkeit, weil man da sieht, was in den Momenten sozusagen an Prozessen gerade passiert oder eben auch sagen, dass sie es nicht machen oder keine Angabe geben. Und
Bei diesem Ressourcenhandlungsfeld ist sichtbar, dass da sehr viel schon relativ grün ist. An diesen natürlich kann man das noch immer weiter optimieren, aber im Vergleich auch mit anderen Handlungsfeldern wird hier schon sehr viel getan. Und das könnte man vielleicht sich auch so erklären, dass wenn man Ressourcen spart, dass man da auch viel an finanziellen Mitteln sparen kann. Das ist so eine Erklärung dafür, warum hier schon so viel gemacht wird. Das ist auf jeden Fall bei den Spielstätten schon relativ auf dem Schirm. Und wenn man das jetzt aber mal vergleicht mit den anderen Handlungsfeldern, hier seht ihr, hier ist Nachhaltigkeitsmanagement, Ressourcen, hier seht ihr, ist schon relativ viel umgesetzt. Mobilität und Gastronomie sind auch schon relativ häufig mitgedacht. Partnerschaften, Kommunikation ist so ein bisschen im Mittelfeld und was wirklich die Schlusslichter sind oder wo man auch sehen kann, dass da eben auch gerade sehr viel passiert ist im Bereich Klima und Biodiversität und im Nachhaltigkeitsmanagement. Also Nachhaltigkeitsmanagement betrifft, haben wir eine Strategie, haben wir ein Leitbild, haben wir vielleicht sogar eine Zertifizierung, haben wir eine klare Verantwortlichkeit, eine AG, sowas alles. Und hier sehen wir also, das ist komplett erst am Anfang. Die meisten Spielstätten laufen also bisher nicht mit einem strategischen Nachhaltigkeitskonzept, aber vor allem die großen Spielstätten sind da auch gerade total in der Entwicklung. Und das finde ich eine sehr spannende Sache, dass da gerade so viel passiert in einem Strukturaufbau und was eben auch nochmal verdeutlicht, dass hier die Bedeutung von Nachhaltigkeit wirklich zunimmt. Wir haben noch eine extra Frage gestellt zur Kommunikation. Und zwar war das so auf das Greenwashing bezogen. Und ich glaube, da hat Katharina von Clubtopia mich auch dazu inspiriert. Wir haben einmal davor gesprochen dazu. Und da war so die Frage, wie viele Spielstätten sprechen eigentlich über ihre Nachhaltigkeit und wir kennen alle den Vorwurf des Greenwashings und weniger verbreitet ist der Vorwurf des Greenhushings, aber den würde ich gerne mehr verbreiten, weil wir ganz viel Kommunikation brauchen und Vorbilder brauchen und Good-Practice-Beispiele und Inspiration brauchen, um die Nachhaltigkeitstransformation in alle Branchen zu bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, wenn wir Nachhaltigkeitsaspekte umsetzen. Und hier in der Umfrage haben 86% angegeben, dass sie mehr im Bereich Nachhaltigkeit tun, als sie nach außen kommunizieren. Also hier ist auf jeden Fall noch ein großes ungenutztes Potenzial, was man noch angehen könnte. So viel zum Status quo. Das war natürlich ein sehr kurzer Abriss, aber das ist, glaube ich, auch okay. Jetzt gehe ich in die Treiber, Hemmnisse und Unterstützungsbedarfe rein. Habe ich auf Basis von anderen Studien, auch von Studien, die nicht unbedingt die Musikbranche betreffen, entwickelt. Also welche Faktoren ich abfrage, ist aus anderen Umfragen geschöpft. Und das waren einerseits interne Aspekte, also sowas wie auch Wettbewerbsvorteile oder Risikovermeidung, aber eben auch Treiber, die durch Stakeholder funktionieren. Und zwar haben wir einmal hier direkte Stakeholder, das ist dieser Block hier in der Mitte. Also wer ist direkt in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit oder in einer wirtschaftlichen Beziehung mit den Spielstätten, BesucherInnen, LieferantInnen, SponsorInnen, KünstlerInnen und aber auch die indirekten Stakeholder können eben auch Musikspielstätten beeinflussen in ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten. Und zwar Regulierung, Zivilgesellschaft und auch andere Musikvenues sind hier abgefragt worden, wie sehr das die Spielstätten in Berlin beeinflusst. Und die stärksten Treiber, und das finde ich eine sehr schöne Antwort, ist, dass das interne Commitment des Teams ein ganz, ganz starker Treiber ist und mit Abstand auch der stärkste und vor allem auch bei kleinen Teams. Und das zeigt auch nochmal in Verbindung mit, was jetzt auch nochmal bei den Hemmnissen kommt, dass da wirklich ein ganz großes Commitment da ist, und ein großer Wille und eine große Offenheit, da in Richtung Nachhaltigkeit zu denken und weiterzudenken bei diesen Spielstätten, die da teilgenommen haben. Und das Zweite, und das werdet ihr jetzt auch nochmal wiederholt bei den Hemmnissen und Unterstützungsbedarfen sehen,
hier die Kosten spielen eine große Rolle. Und wenn man hier Kosten einsparen kann, dann ist das ein großer Treiber. Bei den Hemmnissen haben wir einmal Ressourcen, interne Aspekte und dann auch nochmal die Stakeholder als mögliche Hemmnisse abgefragt. Und hier sehen wir auch, dass die stärksten Hemmnisse wieder die Kosten sind und auch die fehlende Kapazität. Also wirklich einfach diese Ressourcenfrage ist ein ganz großes Thema für die Spielstätten, wenn sie an die Umsetzung von Nachhaltigkeit denken. Und ebenfalls starke Hemmnisse für fast ein Drittel der Spielstätten ist fehlendes Wissen, aber auch fehlende nachhaltige Optionen der Zulieferer und auch geringes Interesse bei PartnerInnen oder KünstlerInnen. Also da gibt es verschiedene Punkte, wo man noch ansetzen könnte für mehr Nachhaltigkeit bei Live-Musik-Spielstätten. Zu den Unterstützungsbedarfen haben wir finanzielle Unterstützungsbedarfe reingegeben, Unterstützungsbedarfe in Bezug auf Wissen und auch sonstige, wie zum Beispiel, braucht ihr ein Klimabilanztool? Ist das hilfreich? Oder wünscht ihr euch mehr Gesetze, Vorgaben? Oder ist das genau das, was ihr gerade nicht wollt, noch mehr Druck von irgendeiner Seite? Und hier eben wieder schlägt das Finanzielle durch, also finanzielle Anreize oder finanzielle Unterstützung würde auf jeden Fall viel oder ist ein großer Bedarf danach da und auch Informationen zur Förderung. Und wenn man sich die Bedarfe nach Wissen anguckt, dann ist der Bedarf nach Beratung zu Potenzialen und Zielen das, was sich da am meisten gewünscht wird. Und generell kann man aber sagen, dass auch alle anderen abgefragten Bedarf oder das, was hier sozusagen angeboten wurde, auch auf jeden Fall hilfreich ist, weil bei allen mindestens 41% der Befragten immer gesagt haben, dass sie es extrem hilfreich oder sehr hilfreich ist. Und auf den Hinweis von Hanna haben wir auch hier noch eine Extrafrage eingebaut, und zwar: Was ist denn das Potenzial für einen Future-Fonds für Berlin? Also in Hamburg gibt es einen Future-Fonds. Das ist ein Personalkostenzuschuss für Nachhaltigkeitsmanager in Live-Musikspielstätten oder, glaube ich, generell Clubs und Musikspielstätten. Und zwar 700 € können da Clubs bekommen als Personalkostenzuschuss. Und in Berlin haben hier 20 von 22 gesagt, dass sie das interessant finden. Und wie viel waren das? Ja, 6 haben gesagt sogar, dass sie das sofort in Anspruch nehmen würden. Das ist bei Großen sehr viel weniger als bei Kleinen. Also hier ist es wahrscheinlich, dass die Großen damit da nicht so viel anfangen können, weil 700 € vielleicht nicht so viel ist für die oder weil das dann eher von den Strukturen da aufgefressen wird. Aber vielleicht ist das ja auch genau das, was es braucht, nämlich dass es eben dann auch die Kleineren unterstützt. Mit den gesamten Einkürzungen, Budgeteinkürzungen in der Berliner Politik ist das vielleicht etwas, was jetzt eher in weitere Ferne gerückt ist, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz toll, dass es hier schon mal eine Argumentationsbasis gibt, wenn man möchte, dass der Future-Fonds nach Berlin kommt. Ich ziehe noch mal ein kleines Fazit. Grundsätzlich können wir auf jeden Fall festhalten, dass Nachhaltigkeit in den Berliner Live-Musikspielstätten an Bedeutung gewinnt und das Potenzial aber noch längst nicht ausgeschöpft ist. Sei es eben in der Kommunikation, sei es, dass die Strukturen sich gerade erst aufbauen. Da ist auf jeden Fall noch viel drin oder viel zu holen. Die Spielstätten zeigen aber eben auch Bewegungen, wenn man jetzt anguckt, dass da ganz viel in Planung ist, zeigen Offenheit dadurch, dass da auch ein Bedarf nach Wissen ist. Und sie brauchen aber eben auch Unterstützung. Und das zeigt sich eben dadurch, dass so viel nach finanziellen oder wie groß dieses finanzielle Argument generell präsent war in dieser Umfrage. Und ich möchte schließen mit drei Ideen oder drei Ausblicken, wie es jetzt weitergehen könnte. Also einmal für Spielstätten generell in Deutschland würde ich sagen, aber eben auch in Berlin könnte das diese Studie eine Basis sein für ein gemeinsames Verständnis, für die gemeinsamen Herausforderungen.
Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe und es macht Sinn, sich da zusammenzuschließen und Herausforderungen zusammen anzugehen, weil sie eben auch oft ähnlich sind. Und das ist mein Wunsch, dass diese Studie da in diese Richtung was bewirken kann oder eine Basis bilden kann für so einen gemeinsamen Ansatz. An Verbände und vor allem an Forschungsinstitutionen oder die Forschungsarbeit von Verbänden würde ich mir so sehr wünschen, dass einfach Nachhaltigkeit in diese Standardberichte mit aufgenommen wird. Es wird ja, ich glaube, alle 2 Jahre oder teilweise sogar jährlich werden Berichte zur Musikbranche, zur Lage der Musikbranche veröffentlicht. Und das wäre total toll, wenn da Nachhaltigkeit aufgenommen wird. Vielleicht sitzt ihr da ja an oder habt ihr Kontakte. Das wäre auf jeden Fall richtig spannend. Und von politischer Seite wäre natürlich super, wenn die Bedeutung von Kultur für die Klimaziele auch eine finanzielle Anerkennung erfährt. So viel meinerseits. Vielen Dank. Die komplette Studie gibt es auch auf ResearchGate und es gibt auch einen Artikel auf kulturmanagement.net, der das nochmal ein bisschen anders zusammenfasst. Und jetzt freue ich mich auf eure Fragen und danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Rose, für deine tolle Präsentation. Okay, so. Ich stoppe jetzt die.